Scharfschützenkarabiner SX-84. Denkt dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Ziel erledigt. Hallo Leute, hier sind wir wieder bei The Order 1886 und ja, es geht weiter mit diesem fulminanten Cinema-like Game. Viel Spaß! Luftkommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Antien. Bestätigt! Okay, dann sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Ich weiß ja noch nicht so ganz, ob das jetzt auch so eine Art Loot-Shooter mit ist oder ob das ziemlich straight durchläuft. Aber es schadet ja nicht, sich mal in jedem Eckle umzuschauen. Gell? Ja, ja. Oha. Go ahead. Machst du Fortschritte? Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Ja, bin mal gespannt, was uns da erwartet. Oha! Nice, klettern kann man auch. Dachte ich mir doch, dass ich eher hier bin. Schon vergessen? Die Jugend gewinnt immer. Abwarten, Lady. Abwarten. Oho, wer ist das denn? Alle Mann, einer der Flüchtigen ist ein Halbmeter. Bestätigtes Ziel bei mir.
Was ist passiert? Die meisten sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Die Grain, die Bogenkanone. Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Ihr zwei, da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Alles in Ordnung? Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Haltgüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Was sollen wir mit ihm tun? Westminster, in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das hier von Interesse sein. Whitechapel. Reine Indizien, natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so ihre Tücken haben. Mein lieber Sir Percival, man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt, zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte, Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun zuerst die Rebellion und dann dieser Jack und die Rippermorde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach, wissen Sie? Wir treffen uns in 2 Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General, was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Nein. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requis à un moment opportun. Oui, mon général. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Hier stimmt was nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden. Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen ihre Autorität nicht den Bürokraten. Percival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat. Jahrhunderte sind vergangen. Doch unser Orden hat unerschütterlich seine heilige Mission verfolgt, das Gleichgewicht zwischen Menschen und Halbblütern zu wahren. Dies war das Ziel unseres Gründers, König Artus. Möge sein Name in alle Ewigkeit strahlen. Ist es wahr? Hat der Lordkanzler an Artus' Seite gekämpft? Das sagt die Legende. Heute wird dieses Gleichgewicht von einem neuen, ebenso schlimmen Übel bedroht. Der Rebellion.
Solange ihr Feldzug der Anarchie und des Schreckens noch andauern kann, wird die lykanische Seuche, die unsere Stadt infiziert hat, immer unerträglicher werden. Der Lord Kanzler stimmt also der Dringlichkeit einer Mission in Whitechapel zu? Whitechapel ist Angelegenheit der zivilen Behörden. Als der edle Artus sich gegen den römischen Kaiser Lucius auflehnte, hielt er sich auch nicht mit Fragen nach der Rechtmäßigkeit auf. Geben Sie mir keine Geschichtsstunde, Sir Percival. Ich habe mehr Geschichte erlebt, als Sie es hier tun werden. Ich erinnere alle Ritter hier, dass diese Gefahr nicht nur von außen, sondern auch von innen droht. Wir müssen gemeinsam wachsam sein. Sonst werden unsere Ränge durch jene vergiftet, die vernichten wollen, was uns heilig ist. Niemand kann sich dem Einfluss der Rebellen entziehen. Sicher will der Lord Kanzler Sir Percivals Loyalität nicht in Frage stellen. Dieser Orden hat Sir Percivals Rat lange Zeit sehr geschätzt. Doch diese Situation erfordert Umsicht und gemeinsames Handeln, keinen Aktionismus. Sir Percival hat recht, Lord Kanzler. Die Situation in Whitechapel erfordert unser Eingreifen. Spricht Lord Darwin mit dem Wohlwollen der Peers? Lord Hastings, Lord Danglars. Das tut er, Lord Kanzler. Vielleicht sollte der Rat seine Frage anhören. Also gut. Was sagt der Orden der Ritter Ihrer Majestät zur Angelegenheit in Whitechapel? Ja oder nein? Nein! Also nein. Dieser Rat ist aufgelöst. Unser Orden wird zu vorsichtig, Grayson. Diese Tatenlosigkeit schwächt uns. Hör auf, Sebastian. Scheiß auf die Vorsicht. Sir Percival ist sehr aufgebracht. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, sollte man ihn nicht verärgern. Was halten Sie davon? Percival scheint seine Ermittlungen fortsetzen zu wollen. Sehr interessante Geschichte. Sie haben den Lord ja, die Story gehört. Scheint sich wirklich schön aufzubauen. Na, ich bin mal gespannt. Und schon echt nice gemacht, also die Unterschiede zwischen Cutscenes und wirklich im Spielablauf sind ohne Unterschiede. Echt nice. Wahnsinn. Doch, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. Und ich liebe Storygames. Und dieses Storygame ist nicht nur ein Storygame, es ist ein verdammtes Kino-Storygame. Er kümmert sich zur rechten Zeit darum. Ich habe etwas Dringenderes zu tun. Wie Sie wünschen. Wie viele von uns machen die Reise nach Amerika? Lord Barrett, Lord Darwin und ich selbst. Ich habe viel Gutes über die Agamemnon gehört, Lord Hastings. Sie ist das Beste, das die Vereintes Indien Company je gebaut hat. Ich verspreche eine angenehme und schnelle Reise über den Atlantik. Dürfen wir beim Start mit Ihnen rechnen, Sir Lucan? Es wäre mir eine Ehre, Ihren Jungfernflug zu sehen, meine Lords. Sir Lucan, wenn ich darf. Wenn Sie erlauben, meine Lords. Natürlich, Sir Percival. Alistair, du weißt so gut wie ich, dass Whitechapel der Schlüssel für diese Unruhen ist, für alles. Meine Meinung ist bedeutungslos. Der Rat hat gesprochen. Wenige haben sich den Wünschen deines Vaters widersetzt. Muss ich dich erinnern, dass wir alle dem Lord Kanzler zu Diensten sind? Du bist der Ritterkommandant! Bring ihn zur Vernunft. Hältst du das Eindringen in eine Rebellenfestung für vernünftig? Es ist ein akzeptables Risiko. Eines, für das du bereit wärst, die Verantwortung zu tragen, wenn unvorhersehbare Umstände eintreten? Alles, was uns zustößt, verantworte ich, niemand sonst. Whitechapel bleibt unangetastet. Zumindest offiziell. Vielen Dank, Sir Lucan. Deinen Dank brauche ich nicht. Bring mir Ergebnisse. Wie der Ritterkommandant es wünscht. Und wir gehen rein. Ausgezeichnet. Wann geht's los? Es geht doch nicht um Whitechapel.
Aber mein Bruder hat uns einen Aufklärungseinsatz zugestanden. Sichert das erforderliche Material, Isabeau, auf ein Wort. Sagen Sie, Monsieur, der Lordkanzler. Was gibt's, Marquis? Sir Lucan und Lady Ygraine wurden von ihm adoptiert. Das stimmt. Wieso bringt er sie derart in Bedrängnis? Vielleicht, um sich den Anschein der Menschlichkeit zu geben, die er verloren hat. Als sie dem Orden beitreten sollten, hatten sie die Wahl. Und trotzdem, meine Kinder sollten so ein Leben nicht führen. Marquis, beeilen wir uns. Oui, mon général. Avec plaisir, Monsieur. Freund Mallory hatte immer schon seine eigenen Methoden. Ich kenne keinen besseren Mann. Trotzdem, ich verlasse mich auf deinen mäßigenden Einfluss. Sebastian und ich waren lange Partner. Ich vertraue ihm blind. Ein wenig Zurückhaltung könnte nicht schaden. Pass auf meine Schwester auf. Bitte. Niemand im Empire kann Isabeau schützen, wenn sie sich was in den Kopf setzt. Das ist wahr. Was soll ein Bruder tun? Hm? Viel Glück und viel Erfolg. Stets zu Ihren Diensten, Sir Galahad. Hier, Rindler. Ah, Tesla. Wie gerufen. Welche neuen Entwicklungen haben Sie für mich? Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf. Gibt's was Neues zu dem Ärger auf dem Grosvenor Square? Die Polizei ermittelt. Und ermittelt. Lucana, vor der Haustür des Feindes Indian Company. Was halten Sie davon? Mayfair ist nicht mehr das, was es mal war. Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. War echt schön, wie sie Fiktion und Realität miteinander kombinieren und eine einzigartige Geschichte daraus kreieren. Das gefällt mir wirklich gut. Ich bin echt gespannt, wie sich das alles aufbaut und wie es vorangeht. Und das ist jetzt so eine Art Q-Hauptquartier, wie bei James Bond. Der Typ, der Waffen und Equipment herstellt. Very nice. Nicola, wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich reden nicht miteinander. Der Mann ist ein Idiot. Ziemlich antik. Kaum zu glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben. Sir Galahad.
Bitte, hier entlang. Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Riecht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme. Eigentlich nur ein Vakuumröhrengleichrichter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie's. Das Quecksilber oszilliert mit dem Strom. Es kann etwas schwierig sein. Sie erstaunen mich immer wieder, Nicola. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. Hier. Scharfschützenkarabiner SX-84. Beeindruckend. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen. Harter Rückstoß. Beim Rahmen. Gut ausbalanciert. Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot. Aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Oh, das Monokular, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben, auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denk dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Quel joie! Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. Da stand eine Kapelle. Ein Rückzugsort für Reisende. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht. Nichts ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Stimmt.
Der Orden am allerwenigsten. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. Hier entlang, Monsieur. Die Asche ist noch warm. Na los, mach kleiner, Dottie! Wollt ihr mehr?